Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Ich weiß nicht. Ich bin bloß ein junger Schmied. Nicht mehr, Junge. Du bist nun Teil von Herrn Ratzigs Gefolge. Und das bringt Verantwortung mit sich. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern, und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav, oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer, dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Was Theresa wohl gerade macht, ich habe sie lange nicht gesehen. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Ich wüsste gerne. Na, wie gefällt es dir in Ratai? Die Stadt ist groß und gut befestigt. Wir sind hier wohl sicher. Und sie nahmen uns in der Stunde der Not auf, aber wie lange noch? Ich glaube, bald werden sie unser überdrüssig. Was hältst du von Hanusch, dem hiesigen Herrn? Er stammt von der ruhmreichen Linie der Herren von Leipa ab. Die Leute sagen, er ist hitzköpfig. Aber da er uns aufnahm, muss er ein guter Christ sein. Wer ist dieser Hans Capon? Er ist der eigentliche Herr von Ratai und Herr Hanusch bloß sein Vormund, weil Herr Hans noch jung und sein Vater tot ist. Er soll ein verzogener Schürzenjäger sein. Wie kommen die Skarlitzer zurecht? Sie leben, das ist das Wichtigste. Haben Unterschlupf, kommen aber gerade über die Runden. Die Rataier sind nicht erfreut, dass die Stadt voller Bettler ist, die sie wohl nicht so schnell loswerden. Weißt du irgendetwas über diese kumanischen Schände? Du weißt schon. Offenbar kamen sie von Gott weiß woher nach Ungarn. Die Leute erzählen Schreckensgeschichten. Hoffentlich sehe ich sie nie wieder. Das wäre alles.
Hast du einen Augenblick? Ich habe ein paar Fragen über Scarlets. Ich kann mich kaum erinnern. Na gut, was willst du wissen? Wie hast du mich von Scarlets hergebracht? Herr Robert und seine Männer luden dich auf einen Karren und wir spannten eine alte Mähre davor, die die Halunken zurückgelassen hatten. Die Männer eskortierten uns bis hierher. Gott segne sie. Was ist mit den Banditen? Herr Robert und seine Männer verjagten sie. Sie töteten ein paar. Aber der Hühne, der dich fast umgebracht hätte, floh. Und Bishek auch. In Scarlets wird es lange nicht sicher sein. Warum nur hat Bishek das getan? Ich hatte nie viel für ihn übrig, aber das... Er war schon immer ein Dreckskerl. Kein Wunder, dass er sich denen anschloss. Wenn du wüsstest, was er mir angetan hat. Sag es mir. Als die Kumanen, wie man sie nennt, als sie kamen, stieß Bishek mich nach draußen und floh. Er opferte mich, um seine eigene Haut zu retten. Dieser Bastard. Wo ist das Schwert? Du hattest ein Schwert? Das ist wohl weg. Dieses Gesindel nahm alles, auch dein Pferd. Das Pferd kümmert mich ein Dreck. Es war sowieso gestohlen. Aber ich versprach Vater, das Schwert zu Herrn Ratzig zu bringen. Ich muss es zurückholen. Das kannst du nicht. Sei einfach dankbar, dass du noch lebst. Was ist mit den anderen Überlebenden aus Scarlets? Sie flohen nach Ratai. Und nicht alle Ratayer sind sonderlich erfreut darüber. Und Matthäus, Fritz und Matthias? Johanka? Sind sie am Leben? Sie leben. Matthias soll beim Gestüt in Merhojet sein. Johanka ist in Sasau. Und Fritz und Matthäus. Nun, du kennst sie ja. Sie stromern irgendwo umher und treiben bestimmt Unfug. Was ist mit Herrn Ratzig? Herr Hanusch, der Herr von Ratai, gab ihm seine untere Burg. Sie heißt Pirkstein. Er selbst lebt in der oberen Burg. Die Scarletzer haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Wie bist du diesen Kumanen entkommen? Du irrst dich. Wärst du nicht gewesen? Sie kamen zur Mühle und schlachteten alle ab. Und hoben mich als Letzte auf. Nachdem du sie abgelenkt hattest, floh ich zu meinem Bruder in die Minen. Er war schon tot. Aber dir schulde ich mein Leben. Und ich schulde dir meines. Also sind wir quitt. Ich will dich nicht weiter belästigen. Genug der Fragen. Na, wie geht's dir so? Ich denke immerzu an Scarlets. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Gehen wir. Auf, wo du hingehst. Willkommen, Heinrich. Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon.
Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Der Letzte ist eine Schnecke. Was tust du da? Hey! Das war spaßig. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Arbeit wie jeder andere. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin mir sicher, du liebst es und willst mich nur nicht neidisch machen. Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel... Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Ich will nicht, dass die Leute tratschen. Vielleicht ein andermal.